Verena Briner, unsere Co-Präsidentin des Advisory Boards, zum Schluss unserer zwei Tage. Deine Gedanken? Ich habe viele Notizen gemacht und habe mich eigentlich vorgestellt, wir könnten darüber noch die Highlights oder die Engramme, die mir geblieben sind, die Eye-Openers oder die Überraschungen nochmals ein bisschen zusammenfassen, aber die Zeit ist fortgeschritten und dann werde ich das unterlassen. Vielleicht nur darauf hinweisen, dass die Frühaufsteher heute Morgen hatten Gelegenheit, über die Möglichkeiten in den Firmen, was man machen kann, für die Mental Health als Prävention für die Mitarbeiter, war sehr interessant. Also das nächste Mal lohnt es sich vielleicht auch, dass man etwas früher, schon um 7.30 Uhr eben kommt und teilnimmt. Und am Mittag war es ebenfalls sehr spannend beim Expertenlunch, wo wir über Vertrauen im Gesundheitswesen oder auch Vertrauen zwischen Patienten und zwischen den Provider von Gesundheitsleistungen gesprochen haben. Ich möchte nur noch vielleicht etwas noch zur Balance sagen. Wir haben ja gesehen, es braucht eine Balance zwischen Psyche und Soma. Das ist sicher mit dem heutigen oder gestrigen Tag natürlich auch mit der Psyche und Somatik mit diesem Kongress versucht worden, aufzuzeigen, dass es notwendig ist, dass nicht nur das eine da sein kann ohne das andere. Man muss die Balance finden, man muss ausgeglichen. Es ist sonst, wie bereits Paracelsus sagte, alles ist Gift, es ist immer nur eine Frage der Dosierung. Also zu viel Soma und zu wenig von der Psyche ist in diesem Fall eben eine Disbalance und dann haben wir die Probleme. Ich möchte an dieser Stelle danken, im Namen natürlich des Beirates, eben den vielen Leuten, die hier gekommen sind, Ihnen. Ich möchte aber auch der Nicole Frank danken, die eloquent die beiden Tage durch das Programm geführt hat. Es wurde nicht langweilig, auch weil sie da mitgeholfen hat. Und letztlich auch den Referenten ein großes, herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass Sie im nächsten Jahr wieder dabei sein können. Trendtage Gesundheit Luzern wird wieder ein aktuelles Thema aufnehmen. Es sind 6. und 7. März 2024. Und das letzte Wort gebe ich jetzt natürlich der Nicole Frank. Du hast ja schon alles gesagt. Ich möchte mich ganz herzlich im Namen von allen ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Verena. Die sind für dich. Verena war das erste Mal mit uns dabei als Co-Präsidentin. Wir möchten danken für dein Mitdenken, für dein Rumfeilen, für deinen unglaublichen medizinischen Fundus, den du mit uns geteilt hast. Das hat uns allen unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hoffen dir auch. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns am 6. und 7. März. Dick eintragen.